Immer das ist doppelt. Hier unten, das keine Ahnung mit den Pisten und mit dem Lichtlevel auch nicht. Das könnte alles sein. Ich würde am liebsten jetzt einfach, also Leute, das bringt auch nichts da. Da müsst ihr mir einfach mal verzeihen, dass ich jetzt cheate. Aber es bringt auch nichts, wenn ich da irgendwie jetzt noch rumrätsel, was die richtige Antwort ist. Mit dem Glas. Weil ich es schlichtweg einfach nicht weiß. Und ja, genau deswegen bringt das auch nichts. Ihr könnt mir gerne die richtige Antwort in die Kommentare schreiben, weil hier wird anscheinend nicht aufgelöst. Oder es wird am Ende aufgelöst. Und es bringt mir dann nichts, irgendwie jetzt zu rätseln, weil ich habe keine Ahnung, wo man das Schild befestigen sollte. Und ich habe auch keinen Bock, irgendwelche Schalter sinnlos zu drücken. Ich sag euch das, was ich weiß. Was wurde als Test vor Smaragd jetzt eingefügt? Rubin? Ich weiß nicht. Diese Map wurde für einen Player erbaut. Wow, ja, das ist sehr schwer, dass sie für mich erbaut wurde. Die Frage, die war sehr schwer. Was war mal als Spawnpoint-Umsetzmöglichkeit geplant? Meine Güte. Crying Obsidian, wäre lustig. Wie groß die Explosion eines Enderkristalls im Vergleich zum Creeper? Weiß nicht. Gleich groß. Ich würde nämlich gerne die Lösung wissen. Ach ne, jetzt kann ich auch noch die Zäune hier abbauen. Das ist natürlich sehr schön. Und dass es regnet, ist auch noch schön. Also das ist wirklich ziemlich gut. Naja, auf jeden Fall. Ich finde es immer schön, wenn ein Quiz drin ist. Ja. Es muss auch nicht unbedingt immer alles zu Minecraft sein, das Quiz. Also, jo, ein letztes Mal einsteigen und entspannen. Und ich finde die Map ja trotzdem schön gebaut. Ich kann ja auch nichts, also doch, ich kann schon was dafür, dass ich, WTF, was passiert jetzt, dass ich so dumm bin, beziehungsweise so dumm bin ich ja gar nicht. Ich weiß halt, die deutschen LOL-Treppen AG sagt auf Wiedersehen. Ja, tolle Rolltreppen. Du gehörst zweifelsohne nicht zu den Dümmsten. Doch, ich bin ziemlich dumm. Oh, guck mal, ein Smiley. Juhu. Auf jeden Fall. Ja, ich weiß halt auch nicht alles zu Minecraft. Mir ist das Lichtlevel eigentlich egal. Hauptsache, die leuchtet. Zum Beispiel. Oder wie groß die Explosion ist. Ich setze mich ja auch nicht mit allem auseinander. Ich sag einfach mal so. Ansonsten sind die Fragen ganz gut gestellt. Einiges wusste ich ja auch. Ja. Ihr müsst aber auch nicht immer Fragen zu Minecraft stellen. Kann auch irgendwas zu mir sein, was ich sogar bevorzuge. Also nicht wie ich heiße oder so, aber irgendwie was zu meinem Kanal oder so. What? Was ist denn das für ein Gebäude? Haus 4, Haus der Geschwindigkeit. Ja, Haus der Geschwindigkeit. Ich ahne schon, das wird bestimmt irgendwas Tolles mit Geschwindigkeitstrecken oder so. Du hast es also bis hierher geschafft. Ich bin der Chef der deutschen LOL-Treppen-Magie. Meinen Namen sage ich nicht. Im Moment gibt es so viele Streiks, dass ich Mordanschläge befürchte. Nun gut, ich steige gerade ins Minecart-Gewerbe ein. Nun stöhnen vielleicht schon manche, jetzt kommt sicher eine endlose Minecraft-Fahrt. Nein, sie ist interaktiv. Das heißt, manchmal musst du eine Weiche umstellen, manchmal musst du ein anderes Minecart umsteigen. Lass dich überraschen, viel Glück. Juhu, auf geht's. Jo, und jetzt fahren wir noch eine Runde und dann kann es weitergehen. Bestimmt gibt es hier auch solche Trickweichen, wo man gar nicht mal umstellen muss. Und hier habe ich eine Kiste gesehen. Nein! Wartet mal. Die hole ich mir noch. Ich möchte nämlich gucken, ob wir dann nachher alle Punkte haben. So, und jetzt kann es weitergehen. Hui. So, das bauen wir kurz ab. Und dann... Nein! So, jetzt aber. Gut. Ich fahre noch eine Runde, hol mir die Kiste und dann steige ich ins neue Minecart ein. La 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 la. Ich sammle das Holz. Steige ins neue Minecart ein. Das geht aber nicht, weil das Minecart gerade nicht da war. Und da ist es schon wieder weg. Und wieso bleibt es denn eigentlich stehen? Ich hätte eigentlich in dieses Minecart umsteigen müssen, oder? Ich glaube schon. Ich
glaube, ich hätte echt umsteigen müssen. Naja. Zu spät. So. Nein, ich will da hinten erst die Kiste haben. So. Schalter umsteigen, entscheide ich. Einfach mal so. Ich habe ihn echt nicht berührt. Das ist so blöd, weil der Sichtdingens immer umgeändert wird. Guck mal. Ich gucke eigentlich die ganze Zeit. Also ich drehe mich halt mit dem Minecart. Wenn ich die ganze Zeit an diese Wand da hinten gucken will, dann muss ich immer die Maus auch noch mitbewegen. Wenn ich die ganze Zeit an den Schalter gucken will, dann muss ich die Maus da auch noch mitbewegen. So, ach, da ist noch eine Kiste, ja, die hole ich mir noch. Gut. Und dann schauen wir mal, was dort hinten ist. Haus in Anführungszeichen 5. Räumen der Idylle. Ich habe dich von der ersten Sekunde lang gehasst. Du fragst dich, wer dieser Vergewaltiger. Du fragst dich, wer der Vergewaltiger der Logging Zone ist. Nee. Du fragst dich, wer dieser Verwalter der Logging Zone ist. Ich sag's dir, ich, der Botschafter. Ich hatte gehofft, du würdest nie mehr aus deinem Inneren zurückkehren, doch du hast es geschafft. Wie du siehst, gibt es keinen anderen Weg. Wenn es nach mir ginge, würde ich dich einsperren. Aber ich habe ja leider Leute, die mir auf die Finger schauen. Von dem her habe ich mein Mögliches getan, deine letzte Aufgabe möglichst schwer zu machen. Meine Güte, ich kann ja kaum noch lesen jetzt. Nun geh und versage in den Räumen der Idylle. PS, auf brauner Wolle dürfen Redstone-Fackeln gesetzt werden. Okay. Sehr interessant. Dann brauche ich erstmal eine Redstone-Fackel. Ist die denn versteckt, die Redstone-Fackel? Da oben, oder? Jo, wunderbar. Zack. Doppeltruhe mit Sticks. Das sollte wahrscheinlich andeuten, dass wir einen Zaun craften sollen, oder es waren einfach nur Punkte, was ich eher denke. Okay, und dafür war der Raum. Nur dafür war der Raum gut? Nee, das glaube ich nicht. Wir brauchen hier wieder eine Redstone-Fackel. Hier wird irgendwo eine Kiste sein. Da oben! Wunderbar. Direkt über der braunen Wolle? Ah, fast. Ach, da war die Kiste schon. Ja, das war ja einfach. Aha, noch eine Kiste. Ich wusste es doch. Irgendwo müssen doch hier Bonuspunkte sein. So. Okay, das sieht schon mal sehr interessant aus hier. Hier mit dieser kleinen Brücke. Und ich wette, es ist einfach so ganz klassisch unter der Brücke, die Kiste. Nee. Hier, ja. Nee, auch nicht. Schade. Wäre so richtig schön klassisch unter der Brücke gewesen. Okay. Schauen wir mal hier hinten. Vielleicht hier drin. Oh, ja. Etwas. Oh. Ich wollte gerade sagen, etwas zu offensichtlich versteckt, aber. Nee, das waren nur die Bonuspunkte. Hm. Wo ist denn die andere Kiste dann? Da oben, WTF, wie soll ich da hinkommen? Muss ich irgendwie springen, richtig? Warte mal, muss ich dann hier so drauf? Dann da? Warte mal, ich habe glaube ich eine Idee. Ich muss irgendwie da drauf kommen. Hm. Aber wie soll ich das machen? Kann ich auch nicht einfach drauf? Weil ich muss ja auf diesen Baum da kommen. Das mache ich von hier, das von da. So. So. Nein! Och Mann. Ich habe den Sprung doch erst gerade hier geschafft, der so schwer war. Ach so, hab ich nochmal geschafft. Wow. Dann war er doch nicht so schwer. Jetzt hierhin, hierhin. Und die Redstone-Fackel nehmen. Zack. Wunderbar. Und ein Labyrinth. Oh ja, das ist spaßig. Hm. Da oben ist die Redstone-Fackel drin. Oder da ist eine Truhe. Wo wahrscheinlich die Redstone-Fackel drin sein wird.
Und ich muss nur noch hier hochkommen. Wunderbar. Dann hier hin, dann hier hin, dann hier hin, dann hier hin, hier hin, hier hin. Und wir haben die Redstone-Fackel. So, nach Bonuspunkten suche ich jetzt einfach mal nicht. Aber das finde ich auch ziemlich geil gemacht, dass man hier immer so eine Redstone-Fackel suchen muss und dass die in verschiedenen Räumen, sag ich mal, umgesetzt wurde mit verschiedenen Themes oder mit verschiedenen Designs. Immer schön englische Wörter verwenden. Und hier geht's dann raus. Okay. Wo ist die Eisentür, wo es weitergeht? Oder bessere Frage, wo ist überhaupt die Redstone-Fackel, mit der wir weiterkommen? Ich dachte, wir hätten die schon. Da hinten? Okay. Ach da. Ich dachte, die wäre hier da oben und nicht da so versteckt. Schön den Lichtbug ausgenutzt, um mich zu verwirren. So. Gut. Ja, diese Räume der Idylle, dieses letzte Level, dieses letzte Haus hat mir ziemlich gut gefallen. Also war wirklich ziemlich schön. Und hier ist noch eine Kiste. Gut. Und da ist ein großes Wasserloch. Juhu. Story, gut gemacht. Du hast nun auch die Logging Zone eingenommen. Doch die Saga ist noch nicht zu Ende. Da die Logging Zone die angesehenste Zone oder Zone war, schlossen sich nach der Bekanntgabe, dass du über sie herrschst, sich fast alle übrigen Zones dir an. Doch eine ist noch übrig, und dies ist das Herz von meinem Planet. Doch von der Water Zone weht kein guter Wind. Danke fürs Spielen meiner Map. Sie spielten Mein Planet Saga Teil 4 von 7, Logging Zone Germany. An der Map wurde ca. 35 Stunden gearbeitet. Die Map sollte in 45 Minuten zu schaffen sein. Ich hoffe, meine Map hat Spaß gemacht. Falls es ein Let's Play war, würde ich mich über einen Link zu diesem im Forum-Beitrag erfreuen. Danke. Stock 1, Bretter 2, Baumstamm 8, Setzling 25. Warum ein Setzling? So viel aus einem Setzling entstehen mindestens 4 Baumstämme. Es ist also sogar noch wenig. Es gab insgesamt 300 Punkte in 20 Kisten, 0 bis 50 Punkte, dein Ernst? Ja, wir sollten erstmal gucken, wie viele Punkte wir haben. 100 Punkte wegen dem Setzling, also 100 Baumstämme, 8 sind 40, 140. 140 und dann noch, warte, 140, das wäre das Doppelte, also 58, 198. 200, wir haben 218. Okay, sind wir wieder gut? Sind wir wieder gut? Ha, wir haben 218. Wir sind Holzverschlinger. Wunderbar. Zweimannsäge und Minimalist Cheater, es sei denn, du bist Fan Remandry. Hahaha. Ja, es gab ja nur 300 Punkte und ja, man kann. Und wenn man über 300 Punkte hat, dann ist man Cheater, beziehungsweise dann ist man ja, der Fan Remandry, denn der Fan Remandry, der kann alles. Jo. Oder wo stand das hier nochmal mit den 300 Punkten? Hier, ne? Insgesamt 300 Punkte, ja. Map-Infos. Erbaut in der 132. Erbaut between the Items und World Edit. Yo, hier der Odin-LP. Erbaut für mich. Erbaut am 9.10. wurde die Map fertiggestellt. Wenn es ein LP war, wäre eine Notenbewertung hilfreich. Ihr dürft auch eine Bewertung im Forum posten. Danke, bis zur nächsten Map. Und wir springen hier hoch und begehen Selbstmord. Und ertrinken jetzt. Nein. Oh, wie schön gedämpft sich der Regen anhört. Naja, auf jeden Fall hat mir die Map auch sehr, sehr gut gefallen. Auch wenn ich das Jump'n'Run ein bisschen schwer fand. Aber naja. War wahrscheinlich wieder nur meine Unfähigkeit. Und das Quiz konnte ich auch nicht ganz beantworten, weil ich mich mit den ganzen Themen nicht ganz genau auseinandergesetzt habe. Aber insgesamt würde ich sagen, hat die Map doch auch eine 2 Plus verdient. Und insgesamt in die Mein Planet Saga eingeordnet, ist die Mein Planet Saga ja insgesamt auch sowieso eigentlich schon, kann man sagen, eine 1. Also, wenn man sich, sag ich mal, die ganze Mein Planet Saga jetzt anguckt, schon die ersten 4 Teile, die sind alle in sich von der Story her schlüssig. Die sind auch eigentlich super gut umgesetzt und es ist auch immer eine neue Idee drin. Das ist ja auch ziemlich schwer, das immer so neu umzusetzen, sag ich mal. Und ich finde, das hat der Odin-LP hier auch ganz gut hingekriegt, wieder mal. Und ich bin gespannt, wie die Mein Planet Saga weitergeht und wie sie auch überhaupt endet. Und ich sag einfach mal so, das war's von diesem Part Let's Play World oder euren Adventure Maps, wie auch immer ihr es nennen wollt. Und ich sag einfach mal so, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.